Deutschland steht so viele Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Nazi-Herrschaft, vor einem echten Scheideweg. Wollen wir weiter eine Gesellschaft, die offen ist, die tolerant ist, die vielfältig ist, oder wollen wir eine Gesellschaft, die zumacht, die Menschen ausgrenzt, die hart ist? Ich sage, wir haben allen Grund, optimistisch zu sein, weiterzukämpfen, zu kämpfen für das, was sich lohnt in Deutschland, nämlich eine Gesellschaft, die lebenswert ist für uns alle. Natürlich befinden wir uns gerade in einer schwierigen Situation, aber ich bin jetzt seit 10 Jahren dabei. Seit 10 Jahren verteidigen und stärken wir die Gesellschaft der vielen in Sachsen. Das machen wir auch weiterhin. Der politische Kampf hat gerade erst begonnen. Das Wahlergebnis wird uns nicht davon abhalten, laut zu sein, Kante zu zeigen und für uns einzustehen. Macht doch einfach mit. Leute, im Fußball sagt man immer, man kann Spiel verlieren, aber die Meisterschaft, die holen wir. Und im Babelsberg sagen wir, am Ende gewinnen immer die Guten. Also Kopf hoch. Jalla auf die Straße! Positioniert euch! In Sachsen muss sich was ändern. Die Arbeitswelt muss gerechter werden. Deshalb kämpfen wir dafür, dass Tarifverträge, dass Betriebsräte selbstverständlich werden. Und das ist auch das beste Bollwerk gegen Populisten, gegen Rechtspopulisten, gegen Rechtsextremisten. Die haben keine Antwort auf die großen Fragen der Arbeitswelt. Und deshalb werden wir weitermachen. Aufgeben war noch nie meine Sache. Ich bin hier in Dresden politisch aktiv, seit ich 15 bin. Und das mache ich auch weiter, jetzt erst recht. Jo, solange hier in Sachsen Leute absaufen, absaufen, brüllen, werden wir rausfahren und Leute retten. Ob AfD oder Pegida, am Ende setzt sich die Menschlichkeit durch. Lasst uns das Hinterland nicht aufgeben. Das Wahlergebnis ist richtig doof. Aber deshalb sind wir nicht weniger geworden. Natürlich wird es vielleicht ein bisschen schwerer für uns jetzt, aber auf jeden Fall nicht unmöglich. Trotz alledem, wir brauchen all eure Unterstützung. Wir bleiben dran, es lebe die internationale Solidarität.